Hallo Leute. Thema dieser Woche ist Schwimmen Primastec. Und die Woche ist 44. Und ja, ich fange jetzt gleich mal an. Es wird alles ein bisschen kürzer, weil ich nicht schwimmen gehe. Das kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich habe es einmal ausprobiert, aber dazu komme ich später. Also, vielleicht gleich mal am Anfang. Ich gehe nicht schwimmen, weil ich nicht oben ohne schwimmen gehe. Wie die meisten Primastiken natürlich nicht machen. Ich meine, ich kenne welche, die es machen. Aber ich bin da nicht so frei oder so. Ich komme nicht so gut klar mit den zwei Sachen. Und deswegen gehe ich nicht schwimmen, weil ich auch keinen Bikini tragen will oder Badeanzug, weil ich einfach kein Mädchen bin und Mädchen tragen sowas. Und ich habe es versucht mit Binder und ein Label drüber. Das hat im Wasser funktioniert und davor auch. Aber danach war das Leiberl ungefähr so breit, also hat so ausgeschaut wie mein Pulli, den ich jetzt habe. Das war ungefähr das eng anliegende Leiberl, was ich da angehabt habe. Und außerdem ist es dann scheiße, weil ein nasser Binder geht noch schwerer aus als ein trockener. Und irgendwann muss man sich umziehen, weil man ja nicht die ganze Zeit einen nassen Label herumrennen und der Binder wird halt sehr langsam trocken. Ja. Eine andere Lösung wäre auch so ein Surf-T-Shirt. So was Plastikartiges. Aber habe jetzt nicht wirklich Lust, sowas zu kaufen und so wichtig ist Schwimmen mir eigentlich nicht. Und wenn ich schwimmen gehe, dann mache ich das oben ohne und nicht mit irgendwelchen Leiberl-T-Shirts und so an. Mag ich nicht, da verzichte ich lieber. Und ja, man könnte natürlich auch an einen abgelegenen See gehen, aber irgendwo sind immer Leute und ja, und an eine Bucht in, weiß ich nicht wo, Griechenland, Kroatien, wo sonst wirklich niemand ist, kann ich irgendwie nicht so oft machen, wie ich es wollen würde. Außerdem habe ich kein Geld. Ja. Ich glaube, das war's für die Woche. War jetzt nicht so lang, aber ich habe da einfach nicht so viel dazu zu sagen. Entweder man geht schwimmen mit Leiberl oder man geht nicht. Oder man fühlt sich so wohl, dass man auch ohne Leiberl geht. Aber das machen nicht viele. Ich kenne nur einen, der das macht. Ja, nächste Woche ist themenfrei. Darauf freue ich mich schon, werde ich mal was überlegen. Ja, ich habe überlegt, so ein Tagesvideo, Tagesablauf, aber das kostet halt sehr viel Zeit und ich weiß nicht, ob ich das mache, aber vielleicht. Ja, okay, danke fürs Zuschauen, wie immer, und ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ich weiß nicht, das war jetzt nur meine Meinung und ein paar Tipps, aber naja. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Tschüss.